Sommerzeit, Ferienzeit. Viele von uns genießen dieses warme Wetter im Freibad. Die Kinder haben Schulferien, die Erwachsenen ja meist Urlaub. Aber nicht jeder kann die Sonne so richtig unbeschwert genießen. Besonders im Straßenbau ist jetzt Hochsaison. Wir als Kraftfahrer, wir ärgern uns eigentlich meistens nur über Umleitungen und Baustellen, freuen uns aber dann über renovierte und restaurierte Straßen. Was allerdings die Straßenbauer so bei den heißen Temperaturen alles auszuhalten haben, das haben wir mal im AZTV nachgespürt und lassen einfach einen Straßenbauer mal erzählen. Dabei gibt es übrigens noch einen sehr interessanten Tipp, wie man seine Kleidung schön kühl hat. In diesem Sinne viel Spaß mit unserem AZTV-Spezial. Ja, aber so 10 Stunden sind da eigentlich schon gang und gäbe. Oh. Und irgendwie Feierabend ist ja nicht. Oh. Und dann kannst du los, wenn eingebaut ist. Solange es heißt, es wird eingebaut. Schade eigentlich. So, sonst gerade jetzt im Sommer, Ende Sommer geht das ja richtig los und dann Herbst, gerade für die ganzen anderen Firmen, die Straßen, die das Jahr über die Vorbereitung gemacht haben und dann, ab da ist für uns Terror. Und was macht ihr jetzt, ich sag mal so, um euch hier kühl zu halten? Also ja, eigentlich kannst du bloß trinken, weil das Zeug hält und vielleicht, wenn du mal kurz Zeit hast, in den Schatten zu gehen, aber ansonsten kannst du hoffen, dass... Pause, wenn ihr auf die LKWs wartet, ist mal eine Pause. Ja, dann vielleicht mal kurz in den Schatten. Sonst kannst du hoffen, dass ein bisschen Wind kommt. Und Sonnencreme, das ist ganz wichtig, weil siehst du schon aus wie ein Krebs. Ja, das geht eigentlich ganz schnell dann. Und nicht lange auf der Schwarzdecke stehen, wenn die Schuhe heiß. Aber dafür kannst du dich im Winter freuen. So November, Dezember, wenn andere kalte Füße haben, kalte Finger, nimmst du ja mal einen Haufen Schwarzdecke in eine Handschuhe und dann... Da beneiden sie uns dann doch immer alle. Und abends dann nochmal los ins Freibad oder auf den Badeanstalt? Das hat meistens zu, wenn wir schon kommen. Ja, manchmal hast du aber auch... Manchmal hast du aber auch keinen Bock einfach bloß. Dann schlaucht ja schon die Temperaturen. Normalerweise der Unterbau kommt so mit 145, 150 Grad an, Decke teilweise 160 Grad oder heißer. Wenn man dann Tage, wir hatten mal, da waren wir in Mainz, da waren es 44 Grad im Schatten. Schwarzdecke kommt mit 66 oder 160 Grad an, kein Lüftchen. Und dann deine 10, 12 Stunden, du trinkst wirklich mal 6, 7 Liter und gehst nicht eh mal an den Baum. Also das kommt überall raus, aber das ist dann schon sehr brutal. Da fällst du auch abends einfach bloß um. Aber du kannst bloß hoffen, dass du mal ein leichtes Lüftchen hast. Das hilft dann schon. Eine Kühltasche mit. Frisches T-Shirt in eine Kühltasche für mittags. Ist top. Kann ich nur empfehlen.